Die Aktienmärkte gestern mit einer Rallye, nachdem die EZB mehr oder weniger signalisiert hat, dass erstmal finito ist mit den Zinsanhebungen. Dann hatten wir gestern noch den Börsengang von ARM. Das hat diese ganze Chip-KI-Euphorie wieder so ein bisschen entfacht. Aber wenn wir uns mal am heutigen Verfallstag, heute ist ja großer Verfall, Optionen, Futures etc. auch verfallen in den USA, wenn wir uns da mal die Verfallserscheinungen dieses Marktes, der offiziell mit den Indizes eine Rallye macht, mal genauer anschauen, also unter die Oberfläche eintauchen und dabei nicht nur die Oberfläche betrachten, sondern die innere Struktur dieses Marktes sehen, dann sehen wir, uiuiui, da ist scheinbar einiges nicht ganz so schick, wie es an der Oberfläche aussieht. Schauen wir uns zunächst mal diese Aussagen hier von Madame Lagarde respektive der EZB an. Als man sagte, ja, also wenn wir jetzt die Zinsen lange genug oben halten, dann glauben wir, dass unsere Geldpolitik restriktiv genug ist, um die Inflation zu bekämpfen. Das war die eine Sache. Das andere wichtige Ereignis, bessere Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen, die allerdings vorwiegend deswegen deutlich gestiegen sind, weil die Energiepreise deutlich gestiegen sind und das Ganze ja nominal berechnet wird. Und auf der anderen Seite hatten wir dann die Erzeugerpreise, die viel heißer waren als erwartet, auch wegen den Energiepreisen. Hier sieht man also diesen deutlichen Einfluss, den Energie auf die Inflationsentwicklung oder auch Erzeugerpreisentwicklung hat. Und hier sehen wir, nominal wären dann, weil die Inflation höher ist, als die Einzelhandelsumsätze gestiegen sind, sind wir jetzt 10 Monate in Folge, wären wir real gesehen, nicht nominal, real gesehen, sogar mit negativen Einzelhandelsumsätzen. Was an dieser Rallye gestern komisch war. Wir haben zunächst mal gesehen, der Dollar ist deutlich nach oben gegangen. Normalerweise gibt es eine glasklare Korrelation oder eine ziemlich enge Korrelation zwischen einem starken Dollar bedeutet schwache Aktienmärkte, schwache Dollar bedeutet starke Aktienmärkte. Gestern nicht der Fall. Wenn Sie hier mal rechts gucken, da wo meine Schulter ist, praktisch nicht worden, dann schauen Sie mal daher und dann sehen Sie, der Dollar ziemlich deutlich nach oben geschossen. Die Aktienmärkte respektive der S&P 500 auch. Warum ist der Dollar gestiegen? Weil die EZB im Grunde eine dovische Zinsanhebung gemacht hat, also die Zinsen angehoben, aber dann eben gesagt hat, naja, das könnte es jetzt gewesen sein. Das schwächt den Euro, weil der keine Zinsaufwärtsperspektive mehr hat. Beim Dollar kann man sich da nicht so sicher sein, denn da sind die Wirtschaftsdaten besser, da ist die Fed vielleicht gezwungen, nochmal was zu machen. Jedenfalls sehen wir, dass der Dollar nach oben gegangen ist und die Aktienmärkte nach oben gegangen sind. Ungewöhnlich. Wir sehen, wenn wir uns mal anschauen, die Indizes teilweise deutlich im Plus, vor allem Small Caps deutlich im Plus. Aber auch andere Indizes, aber schauen wir uns mal die Sektoren an, die gestern ganz oben waren. Real Estate und Utilities, das sind eigentlich defensive Sektoren, die normalerweise nicht so gut performen, wenn wirklich Risk-On angesagt ist. Dagegen sehen wir Technology vergleichsweise noch weiter hinten. Nur Healthcare, also Gesundheitssektor, auch defensiv, waren noch schwächer, aber auch Consumer Staples, auch ein defensiver Sektor, ganz gut gestiegen. Aber natürlich die Euphorie um ARM, sie ist da, 25% die Aktie gestern gestiegen, dann nachbörslich ging es noch weiter. Hurra, hurra, jetzt sind wir schon wieder bei Bewertungen. Da wird ja Nvidia von Neid schon fast blass, gell, aber Schwarm drüber. Nicht, da haben ein paar kluge Jungs haben dazu gegriffen und machen sich die Taschen voll. Wer dann als Privatkunde diese Aktie kauft, der wird wahrscheinlich ein Problem kriegen, weil eben jetzt diese Bewertungen dauerhaft nicht haltbar sind. Aber however, wir haben heute ein großer Verfall und es geht um 3,4 Billion Dollar, also eine Menge Holz. Das ist der größte Verfall im September, den, wo wir, wie Jürgen Klinsmann sagen würde, jemals gehabt haben. Wir sehen, dass Zero DTE Volumen im Optionsbereich immer wichtiger werden. 49% aller Optionen, die hier gehandelt werden, under Wall Street sind Zero DTE, verfallen also am selben Tag. Und die Optionen insgesamt wiederum, dieser Markt beeinflusst das Volumen an den Aktienmärkten inzwischen zu über 50%. Das heißt, über die Hälfte dessen, was in den Aktienmärkten bewegt wird, passiert über Optionen, Ladies and Gentlemen. Und das bedeutet, das ist einfach ein Faktor. Heute großer Verfall, da ist natürlich viel möglich und das Gegenteil, wir sind heute im 10. Handelstag dieser Woche und sehen, ja, normalerweise könnte da noch was nach oben gehen. Und dann wird es allerdings ab dem 12., 13. Handelstag nochmal schwieriger. Hier sehen wir die Performance in normalen Jahren oder zwischen den letzten 21 Jahren und nochmal mit verglichen auch die Vorwahljahre. Hier sehen wir den S&P 500. Wird er den Sprung über diesen Abwärtstrendkanal, den wir seit Ende Juli haben,
wird er den schaffen, zumal Öl ja weiter gestiegen ist. Wir sind jetzt über 90 Dollar bei WTI. Und das ist der höchste Stand seit November 2022 und sind jetzt damit praktisch auf dem Niveau, bei dem wir waren, kurz bevor dann die Invasion der Russen in die Ukraine gekommen ist. Also das ist sozusagen jetzt wieder derselbe Stand. Und wenn wir uns mal anschauen, welche Konsequenzen das haben dürfte, wir haben vorhin gesehen, den Einfluss der Energiepreise sowohl auf die Einzelhandelsumsätze als auch auf die Erzeugerpreise. Und für die Firmen ist das natürlich ein Riesenproblem. Die Erzeugerpreise steigen jetzt wieder schneller. Und das bedeutet, die Margen der Unternehmen werden leiden, außer sie heben eben die Verkaufspreise dann an, wenn es dann wiederum inflationär ist. Aber schauen wir uns mal hier den Unterschied an zwischen Öl auf der einen Seite, WTI Crude, und dann sehen wir Wholesale Gasoline, also das, was der Großhandel an Preisen hat, und das, was der Retail hier schwarz an Preisen faktisch bezahlt an der Tankstelle. Und wir sehen, da ist noch ein ziemliches Gap. Das heißt, das wird nach oben gehen in den nächsten Tagen. Das heißt, die Tankstellenpreise in den USA werden steigen weiter. Und das bedeutet, dass absehbar dann für den Rest des Septembers wir wieder eine sehr hohe Komponente in Sachen Energiepreise haben, die dann wiederum in die Inflationsberechnung reinlaufen. Und wir sehen, dass die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe gestern sogar gestiegen ist. Gleichwohl aber auch der S&P 500 gestiegen ist, respektive Nasdaq. Normal sind steigende Renditen nicht gut für die Aktienmärkte, weil Geld teurer wird. Fallende Renditen sind gut, weil Geld dann billiger wird. Und hier sehen wir mal von Michael Silver unten in diesem Chart Ölpreis und S&P 500. Das ist eine Korrelation, die letztendlich, wenn das nicht anders wird, und die OPEC will offenkundig hier den Westen ärgern, die sagen sich vielleicht, naja, guckst du, die wollen also aus den fossilen Energieträgern aussteigen, dann gucken wir mal, wie wir den Schmerzen zufügen können, wie wir jeden Dollar noch aus denen raussaugen können, bevor die dann ihre grünen Träume verwirklichen wollen. Also ziehen wir da mal an einem Strang, die Russen, die Saudis, die machen alle entspannt mit, nicht wahr? Also es gibt ein politisches Interesse offenkundig an der Erhöhung des Ölpreises, das wiederum setzt den Westen unter Druck, setzt die Notenbanken unter Druck, und das Problem, das die EZB jetzt wiederum hat, ist ja, dass die Inflation ja viel höher ist als in den USA. Wir jetzt mit einem Abfall des Euro zum Dollar noch immer mehr Inflation importieren, weil die Dinge ja alle in Dollar notiert sind, wie Öl, wie Rohstoffe etc. Und das könnte dann eine sehr unschöne Mischung werden, auch in den USA. Hier sehen wir also mal Zinskurve, neuer Rekord ja jetzt, was die Zeit betrifft, der Inversion, aber auch eben die absolute Invertierung der Zinskurve. Also es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn wir da keine Rezession bekämen. Und wir sehen hier zum Beispiel so ein paar Widersprüche, zunächst mal zwischen Consumer Discretionary, also so Sachen, die man sich kaufen kann, aber nicht kaufen muss. Tesla zum Beispiel zählt in diese Kategorie Consumer Discretionary, wobei man sich ja nicht normalerweise täglich einen Tesla kauft, wobei ich als Elon Musk Fan mache das normalerweise. Also es gibt Tage, wo ich keinen neuen Tesla kaufe, aber die sind eher selten. Und hier sehen wir dann unten mal Dow Jones House Index. Hier sehen wir, das könnte ganz böse enden, Schulterkopf-Schulter-Formation mit einem deutlichen Fall. Das deutet darauf hin, dass der US-Immobiliensektor ein riesiges Problem bekommen könnte. Was passt da nicht zusammen? Wer hat Recht, wer hat Unrecht? Wir sehen den VIX jetzt mit dem tiefsten Stand seit Januar 2020. Januar 2020 war das Hoch kurz vor die Corona. Da sind wir jetzt also auf dem niedrigsten Stand mit niedrigen Schlusskurs unter der 13er Marke seit 3,5 Jahren. Wir sind beim VIX auf Daily Basis deutlich unter das Bollinger Band gefallen. Heißt also, keiner hat wirklich Angst. Aber schauen wir uns mal die innere Struktur der Märkte an. Dann sehen wir haben jetzt 8 Tage, inklusive gestern, 8 Handelstage in Folge, sehen wir, dass mehr Aktien auf ein 52-Wochen-Tief fallen, als Aktien auf ein 52-Wochen-Hoch steigen. Also wir sehen, es erreichen mehr Aktien neue Tiefs, als Aktien neue Hochs erreichen. Und das, obwohl der Index so deutlich im Plus ist, da stimmt etwas nicht mit der inneren Struktur. Das zeigt auch hier Tom mit dieser Grafik. Das ist einfach eine ganz andere Geschichte, die hier erzählt wird. Da ist sozusagen in der inneren Dynamik dieser Märkte stimmt etwas nicht. Die wird kaschiert durch ein paar große Player, die sozusagen das dann verdecken, was eigentlich unter der Oberfläche passiert. Wir haben jetzt aktuell die Situation,
Und auch das dürfte inflationär wirken, dass die drei großen Autobauer jetzt, die Gewerkschaften hier, die drei großen Autobauer Ford, GM und Stellantis bestreiken. Damit entfällt knapp die Hälfte der amerikanischen Autoproduktion. Ja, jetzt gibt es eine Zeit lang noch Angebot, aber tendenziell dürfte das dann auch Aufwärtsdruck zum Beispiel auf Gebrauchtwagenpreise ausüben. Kommt darauf an, wie lange diese ganze Geschichte dauert. Und wir haben jetzt gesehen, gestern neue Daten, Geldmarktfonds, wieder neue Zuflüsse, wieder deutliche 17,7 Milliarden Dollar, die in diese Geldmarktfonds geflossen sind, die ja über 5% verzinst sind und damit natürlich eine Top-Alternative zum Bankkonto sind. Jetzt 5,642 Billionen Dollar in diesen Geldmarktfonds und wir sehen, dass die Banken wiederum, die amerikanischen Banken, dieses Discount-Window stärker ausgenutzt haben und dieses BTFP-Programm stärker ausgenutzt haben, also sich von der Fed praktisch Geld besorgt haben, weil sie es müssen, weil eben die Anleger, heute Abend kommen erst die Zahlen zu den Bankeinlagen in den USA, weil die Anleger offenkundig eben rausgehen aus diesen Bankkonten und dann ihr Geld eben in besser verzinste Geldmarktfonds etc. anlegen oder in kurzlaufende Staatsanleihen, oder? Hier sehen wir die Fed-Bilanz. 2,5 Milliarden Dollar gesunken, nicht viel, aber es geht eben weiter mit der Bilanzreduzierung. Und wir haben optimistische Nachrichten von der Wirtschaft in China. Industrieproduktion besser mit 4,5%, Einzelhandelsumsätze besser, Anlageinvestitionen. Okay, und die Arbeitslosenquote fällt auf 5,2%, auch die Jugendarbeitslosigkeit, so heißt es, hätte sich positiv entwickelt, aber wie genau die Zahl ist, das wird ja nicht mehr veröffentlicht. Also China brauchte jetzt natürlich langsam mal gute Zahlen. Schwer zu sagen, ob die stimmen oder nicht stimmen. Jedenfalls sehen wir in chinesischen Medien ja immer mehr Artikel, die sagen, hier, das sei doch Propaganda der Amerikaner, dass es der chinesischen Wirtschaft schlecht geht. Also man brauchte jetzt auf jeden Fall mal gute Zahlen, womit ich nicht sage, dass sie getürkt sind, aber sie kommen zumindest sehr willkommen. Und jetzt schauen wir uns mal Elektroautos an. Große Diskussion, ja. Sollte man hier gegen die chinesischen Elektroautobauer vorgehen? Ja, nein. Warum sind die denn so erfolgreich? Und warum hapert es bei uns letztendlich bei den westlichen Autokonzernen? Hochinteressanter Artikel. Erste Empfehlung, meine Damen und Herren. Zweite Empfehlung. Wir sehen, am Immobilienmarkt gab es einen kurzen Push durch die Maßnahmen Pekings, aber das ist schon wieder vorbei. Zweite Empfehlung. Warum, wieso das Strohfeuer am Immobilienmarkt schon wieder erloschen ist. Und dritte Empfehlung. Auch erstaunlich, die Kurzarbeit in Deutschland sinkt, obwohl wir eine deutliche Wirtschaftsflaute ja haben, wie wir alle inzwischen wissen. Also diese drei Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.